Lore hat schon mal gefragt, ob wir mal ein Video machen können zu diesem Auto hier, mit dem wir die ganze Zeit rumfahren. Ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass ich das Auto ausgebaut habe, damit schon in die Mongolei gereist bin und jetzt schon wieder hier in Zentralasien bin. Ich reise seit einem halben Jahr mit diesem Auto rum und... Ich bin seit einem Monat dabei und reise auch mit rum. Genau, ausgebaut wurde das Auto in Kirgisistan in Bischkek. Willkommen in unserem UAS. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen zu den technischen Details erzählen. Anfangen würde ich gerne damit, dass wir den UAS nämlich besondererweise mit kirgisischem Kennzeichen fahren, beziehungsweise kirgisischen Papieren. Und wir fahren ihn immer noch mit dem originalen Motor. Wir haben Vierradantrieb, was wirklich für das Gelände super ist. Es macht so viel Spaß, über die Holperpisten zu fahren. Manchmal sind wir auch ein bisschen langsamer als die anderen, aber oft bei den schwierigen Straßen überholen wir sie alle umlenken. Marcella, was ist denn der und der Hebel? Der Hebel und der Hebel, die sind dafür da, den Allrad einzusetzen. Also die kann man so bewegen und dann schaltet man den mechanisch dazu. Das ist immer ein bisschen tricky, weil oft funktioniert es nicht beim ersten Mal. Und manchmal müssen wir echt lange überlegen, was es bedeutet. Ist der Hebel jetzt oben oder unten? Ja. Genau, hier kann man auch noch einen anderen Tank zuschalten, das weiß ich so komischerweise noch. Wir haben nämlich zwei Tanks, wir haben links einen, wir haben rechts einen. Und sollte der linke, von dem er normalerweise zieht, zu leer werden, schalten wir hier den Hebel um. Und dann zieht er sich das Benzin aus dem anderen Tank rüber. Genau, das ist nämlich eine Eigenschaft vom UAS, dass ich nicht verstehe, warum man es gebaut hat. Und zwar hat er zwei Tanks, einen mit 40 Liter und einen mit 25 Liter. Da kommen wir so 350 Kilometer ungefähr mit. Ist nicht so ultra viel für so eine Weltreise, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir oben auf dem Dach noch Ersatztanks und ja, weiter geht's mit anderen Kleinigkeiten. Spezialität beim UAS ist, wenn der Motor überholt wird, wird der Tacho genullt, also wieder auf Null gestellt. Der Wagen ist von 1991. Ich glaube, er wurde nicht so ultra viel gefahren, aber er wurde gefahren. Also der hat hier keine 500.000 Kilometer drauf. Ich zeige euch mal hier, wie es in so einem alten Fahrzeug aussieht. Das ist einfach ein Oldtimer in dem Sinne schon, so wie man sich das ungefähr vorstellt. Also geht's mal hier in die Richtung. Wir haben hier einmal unsere Anzeige für wie voll der Tank ist. Funktioniert erstaunlicherweise immer noch besonders gut. Wundert mich mega. Hier die Anzeige für die Temperatur. Hier unten sieht man überall immer noch CCCP stehen, also noch sowjetische Produktion. Mega cool, finde ich persönlich. Dann haben wir hier den Öldruck auch klassischerweise und hier nochmal eine Anzeige für die Batterie. Hier nochmal für unsere Bremsen, da kann man mal gucken, wie voll das Ding ist, auch immer nicht ganz verkehrt. Hier noch die Anzeige für wie schnell wir fahren, also Marcella hat ja gerade schon gesagt, 102 haben wir noch nicht geschafft. Bisher fahren wir immer irgendwo hier in der Range, so bei 70, 60, 80 schneller. Geht es in der Region auf jeden Fall nicht. Was viele Leute bei diesem Auto hier wahrscheinlich auch interessiert, was hat denn das eigentlich alles gekostet? Kurz gesagt, 2200 Euro fürs Auto. Das ist für kirgisische Verhältnisse relativ viel für einen UAS. Man muss aber sagen, der Motor war schon überholt und das Getriebe war schon überholt. Das sind zwei Sachen, die ich nicht unbedingt machen wollte. Zusätzlich kommt dann noch Lackieren und Schweißen für 500 Dollar. Und der ganze Ausbau, summa summarum mit Solar und allem drumherum, habe ich 5000 Euro für das Auto gezahlt. On top auf diese 5000 Euro kommen dann noch für 600 Euro der Wheel Carrier hinten, der relativ teuer war, und die Höherlegung für 500 Dollar. Also sind es etwa 6000 Euro, die ich für dieses Auto ausgegeben habe, plus die ganzen Reparaturen unterwegs. Was ist in der Klappe hier vorne? Paul hat die hier raufgetan. Die ist gar nicht original oder so, ist aber sehr praktisch, weil da drin ist also ein Kram, den man zwischendurch gebrauchen kann. Also Potte, mal einen Schraubenschlüssel, Klopapier nicht zu vergessen, Sonnenbrillen, was zum Snacken und Kaugummis gegen schlechte Laune. Dadurch, dass alles so rüttelt, fliegt da nicht so viel hin und her, kann man zumachen. Und dann ist alles verstaut. Der Wagen ist momentan auch erstaunlich sauber für das, was er gerade so durchgemacht hat. Ich habe ihn ein bisschen sauer gemacht. Der Vorteil bei dem Auto ist, es ist ein Fensterbus. Hat nicht nur Vorteile, wenn es kalt wird draußen, kann es durch die Fenster auch ein bisschen kälter werden. Aber noch zu ein paar technischen Details, die ich auch sagen wollte.
Hier ist das Fenster vom Auto. Wenn du bei einem Mercedes oder was auch immer in der Größe schauen würdest, würde das Fenster irgendwo hier liegen. Das Auto ist erstaunlich hoch und das hängt auch damit zusammen, dass wir das in Russland haben höher legen lassen. Das ist also nochmal so ein Stückchen höher mit Rifffahrwerk, fette Stoßdämpfer auf jeden Fall drin. Das ganze Ding auf jeden Fall höher gelegt, damit hier mehr Bodenfrei ist. Wir haben immer noch die originalen Reifen drauf, die wir beim Kauf geholt haben. Bin ich mega fasziniert, dass die nach, was sind es jetzt, 25.000 Kilometern, immer noch halbwegs okay aussehen. Den Wagen selbst haben wir in Bischkek lackieren lassen. Der war vorher wie die meisten Uas vom Militär normalerweise einfach grün. Und jetzt ist er rot. Kleine Side-Story dazu. Die Verarbeitungsqualität von so einem Uas, komm mal ein bisschen vor, relativ bescheiden, also ich würde eher sagen beschissen. Man kann hier zwischendurch gucken in der Pfalz. Ich habe das jetzt einmal alles zugemacht. Jetzt regnet es hier schon mal nicht mehr rein. Die Uas werden auch die neuen noch so ausgeliefert, dass es da tatsächlich reinregnet in das Auto. Und mit dem ganzen Camping-Equipment und was wir sonst so alles haben, kein Bock. Deswegen alles zugemacht, was man so zumachen kann. Noch coole Sachen, die wir hier eingebaut haben, ist, hier oben ist noch ein fetter Stahlträger drauf, wie man sieht. Das ist der Dachgarten. Und der Dachgarten hat hier an der Seite ein Hijack. Wir können das ganze Auto komplett einen Meter hochliften an der Seite, weil wir uns festgefahren haben oder weil ich unten am Auto irgendwas machen will. Das ist quasi unser Wagenheber. Hier haben wir uns auch noch was richtig Edles rausgelassen, so ein Wheel Carrier. Das einfach fürs Ersatzrad ist ja relativ groß, die Räder. Das ist ganz cool, dass es erstens nicht im Auto ist und auch nicht oben auf dem Auto und auch nicht unter dem Auto wegen der Bodenfreiheit, sondern hinten dran. War gar nicht so einfach zu finden, eine 250 Watt Panel für die Solaranlage. Die ganze Sache wird ja hier über das Solar gespeist. Wir haben hier noch insgesamt 4 Aluboxen, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, drauf. Und zwar wollte ich nicht alles vom Auto unbedingt, nicht alles Ersatzteile und was man nicht so unbedingt braucht, Benzinkanister etc. immer im Auto unten haben. Deswegen sind diese Boxen hier noch extra Stauraum. Gucken wir mal in die hier rein. Für den UA ist immer ein wichtiges Thema Ersatzteile. Derjenige, der das Auto schon mal gesehen hat, der weiß das wahrscheinlich auch. Und tadada, diverse Öle, gerade Undichtigkeiten, Keilriemen etc. Alles, was man so braucht, damit das Auto auch in Extremsituationen, in denen wir das Auto auch hergebracht haben, schon in letzter Zeit, weiter am Laufen hält. Also eigentlich kann uns so gut wie nichts stoppen, selbst wenn eine Blattfeder reißt. Da hinten liegt noch eine Blattfeder, die nehmen wir, haben wir nämlich auch mit dabei. Hier nochmal Ersatzkanister. Ich habe ja vorhin schon erzählt, der Wagen hat nur 40 plus 25, sind 65 Liter. Da kommen wir nicht so ultra weit, deswegen hier nochmal 30 Liter und hier nochmal 10 Liter. Da es jetzt gerade anfängt zu winden, wenn wir mal die Markise einbauen. Benny hilft uns. Der ist nachher auch noch mit Sonja, mit ihrer Roomtour dran. Schon mal gesagt, damit es auch wirklich passiert. Die Markise haben wir mal selber gebaut. Und zwar auch ein bisschen, dazu gibt es ein eigenes Video zu, einfach angucken, wenn man Bock hat. Und wir bauen jetzt mal schnell zusammen, weil sturmsicher ist sie nicht. Und nun zum Innenausbau. Also kommt mal rein in unseren schönen Urs. Wie man ganz gut erkennen kann, kann man hier drin überhaupt nicht stehen. Ist aber dafür sehr gemütlich. Worauf ich gerade sitze, ist nicht nur die Couch, sondern auch unser Bett. Man kann das Ganze nämlich hier ausziehen und wie man sieht, ergibt sich dann hier eine Art Lattenrost. Damit das Ganze nicht theoretisch bleibt, bauen wir es jetzt einmal komplett für euch auf. Dafür mache ich von hinten die Flügeltüren auf. Und hier auf und hier hakt ein. Zack. Hier unten haben wir noch ein Fach. Da sind natürlich auch mal wieder Werkzeug drin. Hier ist Werkzeug, noch ein bisschen Lack, Anlasser, was man halt alles bei so einem alten Auto braucht. Und was genau, was ist das? Das nenne ich liebevoll das Marmeladenglas. Ist natürlich kein Marmeladenglas, sondern ein Wasserspender. Der ist jetzt leider nicht voll, aber es ist ganz simpel. Der ist gesichert mit ein paar Gummis. Und von oben wird Wasser eingefüllt, dann hat man hier den Hahn und wenn man ihn aufdreht, kommt normalerweise Wasser raus. Wir haben hier wieder an der Tür so eine altbewährte Konstruktion von mir. Das Schuhfach, was hier in den Tritt reingeht,
Und hier nochmal der Außenkocher, der hat sich ja schon im alten Fahrzeug mega bewährt. Ich mach's einfach mal auf. Zack. So. Der hat sich mega bewährt. Ich weiß, dass es mit den Gasflaschen nicht so eine coole Sache ist. Allerdings kriegt man die hier überall und hier eine Gasanlage einzubauen, nicht so geil. Dementsprechend benutzen wir viel den hier. So. Hier das klassische Schuhfach. Da sind gerade nur Schuhe von Marcella drin, weil wir die anderen Latschen selber gerade tragen. Also da, wo man schnell rankommt. Hier haben wir unser Wasservorrat. Tada! Das nimmt man einfach raus, füllt es da rein, wo man will. Zum Beispiel eine Schüssel zum Abwaschen oder zum Kochen nehmen wir das da auch raus. Möglichst einfach gebaut, um der Sache geschuldet, dass er einfach nicht so viel Zeit hatte. Sonst wäre ein Hahn oder irgendwas dergleichen, aber so tut es auch. Wie Paul schon sagte, erzähle ich jetzt was zum Inneren unseres Busses. Vielleicht erstmal was zu den technischen Sachen. Hier seht ihr einmal für zum Laden vom iPhone, iPad etc. mit 12 Volt. Da sieht man auch immer, wie viel Strom gerade drauf ist oder wie viel Energie der hat. Dann haben wir hier unseren Wechselrichter, 220 Volt. Damit kann man dann auch mal einen Computer länger laden etc. Hier unsere Heizung. Genau, da kommt die warme Luft raus. Normalerweise. Auf der Höhe hat das letztens nicht so geklappt. Genau, dann haben wir hier verschiedene Fächer. Die sind einfach zu öffnen mit diesem Gummiband. Ich zeige jetzt mal nur ganz kurz, wie es da drin aussieht, weil meistens sieht es nämlich so aus. Zeige ich euch unsere Küche. Das mit dem Wasser habe ich euch ja gerade eben schon erklärt. Hier drunter gibt es dann das Becken. Und meistens noch eine extra Emaille-Schüssel mit drin, weil wir gerne eigentlich draußen abwaschen. Meistens machen wir eigentlich alles draußen. Hier sehr wichtig unser Schreibtisch oder auch Esstisch. Das Gute ist, eine Person kann hier sitzen. Und eine hier und wenn man möchte, eigentlich sogar noch eine dritte da drüben. Wir arbeiten hier dran, wir essen hier dran. Hier der kleine Drehhebel ist super dafür, dass die Türen beim Fahren zubleiben. Es rüttelt bei uns aber so heftig oft, dass die sogar trotzdem aufgehen. Hier drüben ist unser, man wird es wohl kaum glauben, unser Urs besitzt einen Kühlschrank. Marke Eigenbau quasi. Den hat Paul mal auf dem Markt gefunden in Kirgisistan. Diesen Kühlschrank zieht man einfach raus, ist wie ein Koffer, eine Box, macht man auf und hat einfach da alles drin, was unbedingt gekühlt werden muss, sowas wie Milch und nicht zu vergessen Mayo, wir sind riesengroße Mayo-Fans. Das Ganze ordentlich wieder zuklicken und rein damit. Und sollte es dann mal dunkel werden, ist das auch kein Problem. Hier können wir Licht anmachen, warme LEDs. Da vorne eine, hier hinten eine, also zwei, reicht vollkommen aus. Ist ja irgendwie auch so ein bisschen speziell, warum wir mit einem kirgisischen Auto durch Zentralasien fahren. Und bei mir ist es so, ich reise jetzt mittlerweile fulltime seit fast 3 Jahren, sind 2, noch was. Und immer mit verschiedenen Autos, jetzt dieses Mal mit diesem Fahrzeug, mit einem Urs Buchanka 452 heißt er. Wie wir vorhin ja schon gesagt haben, auch gerade wegen der Allradtechnik, wegen dem günstigen Preis gekauft und das hatte so seine Vorteile hier in der Region. Ich bin bisher mit der Anschaffung dieses Fahrzeuges mega happy gewesen. Und Marcella reist jetzt seit wie vielen Monaten mit? Erst seit einem Monat. Ja, wie es dazu gekommen ist, Paul und ich kennen uns schon seit 9 Jahren eigentlich und wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und wie das mit der Liebe so ist. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass es immer mein Traum war, mit dem Bus zu reisen. Es war immer irgendwie in meinem Kopf. Ich bin eigentlich Inneneinrichterin bzw. Architektin, habe aber alles an den Nagel gehangen, meine Wohnung auch untervermietet in Berlin, weil ich erstmal nonstop mitreisen will eigentlich. Also es gibt keine Grenze, bis nach oben hin ist alles offen. Und ja, Mio ist auch mit dabei. Den sieht man immer so selten, obwohl er die ganze Zeit stört. Wir haben jetzt nämlich in letzter Zeit sehr, sehr spannende Dinge erlebt. Jetzt den letzten Monat, seitdem Marcella da ist. Für mich auch mit einem Highlight auf dieser Welt und zwar das Pamirgebirge. Das Pamirgebirge liegt in Tadschikistan. Man fährt am besten von der kirgisischen Seite, wo das Auto ja zufälligerweise auch herkommt, hoch. Das ist die zweithöchste Passstraße der Welt und ich wusste, dass es krass wird und vor allen Dingen wusste ich nicht, wie Marcella da reagieren wird, wenn sie gleich so einen extremen Teil einer Reise mit durchlebt. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache und wir zeigen euch jetzt hier nochmal im Anschluss einen kurzen Teil, wie das da oben ist und wie man auch vor allen Dingen mit so einem Fahrzeug hier reisen kann. Genau.
jetzt auf 4300 Metern Gravel Road. Die anderen sind schon ein bisschen hinter uns, weil wir können hier schnell fahren und die anderen nicht. Wir sind genau an der chinesischen Grenze da. Der Teil aus Tadschikistan und ich glaube, man kriegt dann jetzt einen ganz guten Eindruck davon, wie geil das hier oben ist und warum ich hier unbedingt noch mal herfahren wollte. Wem dieses Video zu der Roomtour gefällt, der gibt uns ein Like und lässt vielleicht ein Abo da oder was auch immer so dazugehört. Und als nächstes machen wir noch eine Roomtour, weil wir sind ja hier die ganze Zeit nicht alleine unterwegs und da drüben, da steht noch ein cooler Mercedes und den zeigen wir euch dann nächste Woche.